Dragon's Dogma 2 hat so viele Geheimnisse und versteckte Mechaniken, die euch das Spiel überhaupt nicht erklärt, und auf ein paar möchte ich hier in diesem Video eingehen. Was macht ihr zum Beispiel, wenn ihr so eine Leiter seht und nicht wisst, wie ihr da hochkommt? Ich habe einen Tipp für euch, den ich im Livestream rausgefunden habe, weil einer der Zuschauer einfach eine wahnsinnig kreative Idee in den Chat geschrieben hat. Schauen wir uns doch das Ganze mal an, wie das im Livestream abgelaufen ist. The way forward is unclear. Alter, vor allem das schaffe ich niemals darüber zu schmeißen. Also im Leben nicht. Okay, fast. Ah, das hat ihm aber gut wehgetan. Was macht sie? Nein, geh runter. Ich will sie doch nicht würgen. Ich will sie hochheben. Danke. Das war aber eine geile Idee. Es geht. Guck. Geil. Ja, Mann. Genial. Red Spectre, genial. Dankeschön. So gut. Mega, Mann. Es ist so geil. Siehst du das? Das ist das, was ich meine. Das Game ist, also was das betrifft, das Game ist halt mega. Also das ist so das, was das Game einfach richtig gut macht. Ich habe noch ein paar interessante Tipps für euch, eure Einstellungen betreffend. Also öffnet mal die Systemeinstellungen und dann Optionen. Dann gehen wir erstmal auf die Steuerung und hier dann auf Voreinstellung 1. Hier können wir ein paar Sachen umstellen. Und zwar würde ich euch empfehlen, vor allem hier die Kategorie betreffend Control umzustellen. Also alle Einstellungen hier drunter werden mit der Control-Taste ausgelöst, also Control plus eine weitere Taste. Eure Waffenfertigkeiten, das kennt ihr bestimmt schon aus dem Kampf heraus. Aber ihr habt ja auch eben Laterne an, ausschalten, zum Gegenstandsmenü gehen mit Control B, also Steuerung B, Ausdauer wiederherstellen mit Steuerung G. Ich wusste bisher gar nicht, dass das funktioniert. Und auch Gesundheit herstellen mit Steuerung T, und die könnt ihr euch auf andere Tasten legen. Leider ist es so, dass ihr nicht Tasten doppelt belegen könnt, die auch gar nicht mit Control belegt sind. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf A gehen würde, funktioniert das nicht. Das hier wird rot und ich kann es am Ende nicht speichern. Auch, nur damit ihr euch nicht wundert, braucht ihr hier nicht Control, also Steuerung und A drücken, sondern einfach nur A. Wenn ich jetzt Steuerung und A drücken möchte, dann fügt ihr mir die Taste Steuerung plus Steuerung hinzu. Das ist ziemlich dumm gemacht. Aber ja, wir kennen es ja. Die Menüs von Dragon's Dogma 2 sind sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Also einfach nur A drücken, beziehungsweise in dem Fall am besten was anderes, was noch funktioniert, wie zum Beispiel Y. Y ist nicht belegt, also die Taste könnt ihr hier wunderbar noch belegen. Und auch Q ist noch nicht belegt. Wir können jetzt hier zum Beispiel Q noch hinzufügen. Jetzt haben wir Ausdauer wiederherstellen auf Steuerung Q und zum Gegenstandsmenü wechseln wir mit Steuerung Y. Das ist schon mal sehr praktisch. Aber es geht noch weiter. Hier hätte ich noch ein paar Sachen, die ich umstellen würde bei der Kamera. Also gerade wenn ihr mit Maus und Tastatur spielt, generell würde ich mal die Kameradistanz einfach ganz hochschrauben, sodass ihr ein bisschen weiter weg von eurem Charakter seid. Manchmal ist das schon ziemlich nah dran. Und eine Sache, die mich die ganze Zeit gestört hat, ist die Kameraverfolgung. Sie positioniert sich dann nämlich genau immer hinter dem Spieler, wenn ihr euch bewegt. Also die Kamera ist sozusagen hinter euch festgeklebt. Das heißt, wenn ihr euch zur Seite dreht, während ihr lauft, weil ihr irgendwas Interessantes entdeckt habt und euch das anschauen wollt, dann dreht sich die Kamera immer wieder zurück hinter euren Spieler. Das könnt ihr hier deaktivieren. Super nervige Funktion und ich verstehe nicht, warum die an ist. Autoanpassung habe ich auch ausgestellt. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Da passt sich die Kamera dann neben Terrain an, in dem ihr euch befindet. Aber da ihr mit Maus und Tastatur sowieso schnell die Kamera umstellen könnt, ist das eigentlich kein Problem. Bei mir war es auch so, dass die Kameraeinstellung in der X-Achse, also horizontal, super easy und gut eingestellt war. Also ich konnte mich gut drehen. Aber rauf und runter schauen war etwas schwerfälliger. So schwerfällig, dass ich zum Teil die Maus abheben und wieder runtersetzen musste, um dann wieder hochzuschieben. Das könnt ihr hier umstellen. Ich habe es einfach ein bisschen höher gestellt und damit hat sich auch dieses Problem erledigt. Einen weiteren Tipp habe ich bezüglich eurer Ausrüstung, denn diese solltet ihr eigentlich immer wieder verbessern.
Und das könnt ihr eben bei den Schmieden machen. Die Schmiede findet ihr hier zum Beispiel in Wernworth. Ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall zumindest mal nur die erste Stufe aufzuleveln. Denn die kostet euch in der Regel immer nur Gold. Also ausschließlich. Erst später bei der zweiten und dritten Stufe müsst ihr dann noch Materialien dafür bezahlen. Und der Vorteil, den ihr hier bekommt, ist, dass ihr zum einen natürlich mehr Stärke, also mehr Angriffskraft bekommt und die Items werden auch leichter. Also wie ihr hier sehen könnt, auch hier wieder mehr Stärke, mehr Abwehr und eben auch leichtere Items. Also hier lohnt sich auf jeden Fall die Kohle auszugeben, zumindest für ein Upgrade. Alle weiteren Upgrades, wie ihr sehen könnt, kosten euch dann immer noch zusätzlich Materialien, zusätzlich zum Gold, bringen euch aber auch natürlich wieder einen kleinen Boost. Dann in der Regel auch magische Abwehr. Dafür braucht ihr dann allerdings noch unterschiedliche Items, die ihr einfach so in der Open World bekommt, wenn ihr Monster besiegt und Gegner tötet. Also auch hier müsst ihr halt abwägen, inwieweit ihr genug ausgestattet seid, um eure Items hier wirklich hochzuleveln. Dasselbe gilt natürlich nicht nur für euch, sondern auch für euren Hauptvasallen. Da solltet ihr euch auch überlegen, ob ihr den nicht schön ordentlich hochlevelt und dem ein bisschen Liebe gönnt. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben bewertet und bleibt auch am Start für noch viel mehr Tipps, Tricks, News und Guides rund um Dragon's Dogma 2 mit einem Abo und aktiviert auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Tipp. Ihr seid unzufrieden mit dem Aussehen eures Hauptcharakters, eures Erweckten oder eurer Erweckten? Dann habe ich einen Tipp für euch, denn bereits in der ersten großen Hauptstadt, also hier Wernworth, die ihr hier im Süden von eurem Startpunkt besuchen müsst, dort könnt ihr bereits die Möglichkeit erwerben, euren Charakter optisch umzugestalten. Das Internet ist ja gerade voll davon, dass das nicht geht, außer man zahlt für DLCs. Dem ist aber natürlich überhaupt nicht so. Ihr könnt mit diesem netten Herrn hier sprechen und bei dem könnt ihr dann diverse Sachen kaufen. Zum einen habt ihr hier eben die Kunst der Metamorphose und die kostet euch ganze 500 Riftsteine. Und jeder, der ein bisschen gespielt hat, weiß, dass man 500 Riftsteine sehr, sehr schnell bekommen kann. Also kaufen wir die gleich mal. Könnt diese dann mitnehmen und dann lauft ihr einfach rüber zum Barbier. Und das ist nicht so weit entfernt. Einfach einmal um die Ecke. Ihr seht schon das Scheren-Symbol hier. Hier ist der Barbier. Und hier könnt ihr dann euer Aussehen verändern. Ihr könnt hier mehrere Sachen verändern. Also Frisur ändern, Make-up anpassen, Dekorationen oder mehrere gleichzeitig. Kostet 25.000 Gold. Aber jeder, der auch schon ein bisschen gespielt hat, weiß, dass man Gold ziemlich schnell bekommt. Ich habe gerade dreimal 20.000 Gold für größere Geschichten ausgegeben. Dementsprechend habe ich jetzt etwas weniger, aber man bekommt eigentlich ziemlich fix Gold wieder zusammen. Außerdem könnt ihr auch hier euer Aussehen komplett verändern, wenn ihr das wollt, und eben euren Erweckten oder euren Hauptvasallen neu erstellen, Voreinstellungen auswählen, das aktuelle Aussehen bearbeiten und so weiter, genauso wie ihr es im Character Creator auch machen würdet. Also, kauft euch einfach die Metamorphose, kommt hierher und verändert dann euer Aussehen. Wenn ihr eben, wie gesagt, zusätzlich noch so ein Make-up verändern wollt, dann würde euch das nochmal Gold kosten. Einen Tipp habe ich hier zu diesen Statuen für euch. Ihr könnt ja sehen, dass der Kopf, der zu den Füßen der Statue liegt, in eine bestimmte Richtung zeigt und dann habt ihr hier auch noch eine Nachricht in der Regel irgendwo liegen, die euch einen kleinen Hinweis gibt. In dem Fall, wohin führt jener Pfad? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Also schauen wir doch erstmal, in welche Richtung der Kopf zeigt. Das heißt, hier muss irgendwo ein Pfad sein und hier können wir den Pfad auch schon sehen und wir sehen auch, wo der hinführt. Ich beeile mich hier ein bisschen, das merkt ihr vielleicht, liegt daran, dass ein Unterstützungsvasall, ein Hilfsvasall von mir hier die Klippe runtergefallen ist und ich jetzt natürlich auch gleich noch schaue, ob ich den nicht auch noch retten kann. Ja, rechtzeitig angekommen, wunderbar. Beleben wir den gleich mal wieder. So, da ist sie wieder am Start, wunderbar. Und wenn ihr eben der Statue folgt, dann kommt ihr hier zu diesem Rift. Und dieses Rift habe ich aber schon ein anderes Mal, als ich hier war, geöffnet. Das habe ich so schon gefunden, ohne die Statue. Hier unten ist auch noch eine Kiste. Und darauf
hat mich jetzt in dem Fall auch die Statue hingewiesen. Also so habt ihr eigentlich immer eine ganz gute Tendenz und ein Indiz dafür, was euch die Statue sagen möchte. Also einfach die Nachricht lesen und dann gucken, in welche Richtung der Kopf zeigt. In dieser Richtung liegt dann auch das versteckte Geheimnis, auf das euch die Statue aufmerksam machen möchte. Einen feinen, aber kleinen Tipp habe ich für euch betreffend eure Lagerausrüstung. Ihr könnt ein Lager, also ein Zeltlager, einfach nur ein einziges Mal dabei haben. Ihr findet zwar im Laufe der Zeit immer mehr Lagerausstattung und die auch doppelt und dreifach, aber ihr benötigt immer nur eins. Und ich würde euch natürlich empfehlen, immer das Beste mitzunehmen. In dem Fall ist es bei mir die Lagerausstattung des Entdeckers. Ihr seht auch, die wiegt am Ende letzten Endes weniger und deswegen solltet ihr die hier mitnehmen. Packt die einfach einmal auf euren Hauptvasallen und damit ist das Thema erledigt. Die könnt ihr immer wieder benutzen und einfach an jedem Lagerfeuer, das ihr findet, rasten. Und genau das solltet ihr auch tun. Einen weiteren Tipp zu euren Hauptvasallen und Hilfsvasallen kann ich euch geben. Benutzt auf jeden Fall immer wieder die ganzen Befehle für die einzelnen Vasallen. Also sowas wie los, wenn ihr euren Vasallen losschicken wollt. Manchmal bieten die euch nämlich an, dass sie euch Hilfe leisten, weil sie zum Beispiel die Quest schon kennen und ein bestimmtes Item kennen oder wissen, wo eine bestimmte Person ist. Dann könnt ihr ihnen mit los befehlen, dorthin zu laufen, wenn sie euch das anbieten. Mit Hilfe kommen sie euch natürlich zu Hilfe und heilen euch zum Beispiel im Kampf. Zu mir bedeutet, dass sie euch folgen und mit Halt könnt ihr sie dort stehen lassen, wo sie gerade stehen. Das ist besonders nützlich, wenn ihr euch auf Abwegen befindet und zum Beispiel nahe eines Abgrunds unterwegs seid, wo die Vasallen auch gerne mal runterfallen können. Insofern, wenn ihr bei solchen Wegen hier unterwegs seid, wo ihr bestimmte Items sammeln wollt und Angst habt, dass eure Vasallen da Schaden nehmen könnten oder eben sterben könnten, dann lasst sie einfach kurz stehen, geht das Item holen und dann geht ihr wieder zurück. So, kann ich das jetzt auch aufheben? Ja, wunderbar. Das Suchermedaillon haben wir. Dann wieder zurück und dann bauen wir hier noch ein paar Erze ab. Und hier hätte es eben auch durchaus sein können, dass die Vasallen halt einfach mal blöd ins Wasser fallen und sterben und dann habt ihr da gar nichts davon. Dementsprechend lasst sie einfach stehen und dann lauft ihr wieder zurück und befehlt ihnen, euch wieder zu folgen. Und damit hat sich die Sache erledigt. Also auf jeden Fall diese Befehle benutzen, die helfen euch extrem weiter. Und das war es auch schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich nochmal freuen, wenn ihr es mit einem Däumchen nach oben belohnt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.